So. Yes. Diese Aura steht dir gut. Ich meine den Geisterbahnhelm. Das Eisen riecht nach verkohlter Plage, ein faszinierendes Stück Arbeit, das die Eisengebunden vollbracht haben. Mit ihm hast du in den Altbauern nicht viel zu befürchten. Beeindruckend. Du hast Gunst bei Blinden Mark hinzugewonnen. Ja, das ist gut. Wie viel Kunst? Gunst. Gunst, ja. Oh, ein ganzes Stück. Ja, Blinden Mark hat zugesehen. Das finde ich immer so geil. Er hat zugesehen. Der Typ klingt wie Chuck Norris. Zorn bei Thunon, der Schicksalsbinder blickt dich misstrauisch an, als ihr euch nähert. Erst auf den letzten Meter erkennst du, dass sein Blick nicht dir gilt, sondern der Blut- und Schlammbespritzende Tierfrau führt, die dir folgt. Der Zähkrieger steht steif, aber kampfbereit. Seine Hand ruht auf dem eisernen Schaft. Seine Hellebarde, doch er zieht die Waffe nicht. Gibt es keinen Ort, an dem du nicht herumschleichst, Kreatur der Dunkelheit? Fragt er. Gibt es keine Städte in irgendeinem Reich, die ihre Tiere fürchtet? Loyalität bei Töte dem Schatten. Bin ich gekommen, um Schicksalsbinder zu jagen? Die Tierfrau schnaubt und wirft nur weil ein tödliches Grinsen zu. Ihre scharlachroten Augen leuchten vor Wiedersehensfreude, Entzücken und Verlangen, als sie den Schicksalsbinder des Krieges langsam vom Helm bis zum Stiefel mustert. Aber Tierfrau sieht das Schicksalsbitter mit Namen nur, weil sich an Töte dem Schattens Rache erinnert. Jep, jep. Erzürnt und einen Augenblick lang fürchtest du, er könnte tatsächlich angreifen. Als könnte ich das je vergessen. Er tippt sich mit zwei dicken Fingern auf die Brustpanzer. So fest, dass er beinahe Intrige eingedellt wird. Ich bin nicht mehr, wer ich einst war. Versuche mir noch ein Erinnerungsstück einzuritzen, Tier, und ich trage deinen Pelz als Lendenschutz. Die gewaltige Tierfrau neigt ihren Kopf zur Seite und studiert ihre Beute. Auch Tierfrau ist gewachsen und hat sich geändert, hat Stamm verloren, hat Hafenlande verloren, folgt Mensch Alpha. Sie schnieft verachtend, einem Männchen zum Überleben. Sie setzt sich auf ihre Hinterläufe und schnaubt, wodurch sie die Spannung zwischen ihnen etwas legt. Nur weil wiegt ihre Worte ab, bevor er einmal barsch nickt und die Angelegenheit damit vorerst beiseite legt. Er lächelt angespannt. Komm, lass uns offen sprechen. Verrät mir jemand, worum in Kyros Nomis da gerade ging? Sie wippt kurz aufgeregt mit dem Kopf, beruhigt sich aber wieder. Ihre raue, violette Zunge baumelt ihr aus dem Mund, Speichel tropft zwischen ihren Zähnen herunter und sie japst und gluckst. Schattenjägerin will auch hören. Sag Menschen, was passiert ist. Sie sagt neckisch zum Schicksalsbinder des Krieges. Ich werde diese Geschichte nicht erzählen, weder jetzt noch irgendwann, antwortet Nunuval. Er weg von der Tierfrau zu dir, ganz offensichtlich fällt es ihm schwer, seinen Zorn zu beherrschen. Aber eine kürzere Erklärung, die dich vielleicht zufriedenstellt, lautet: Einst besaß ich keine gesunde Wertschätzung für die Tiermenschenstämme von Hafen. Deine monströse Freundin hier hat mir jemand genommen, der mir sehr viel bedeutet, um meine Indiskretion zu korrigieren. Er grunzt, sein roter Bart gleicht einer zittrigen Flamme, und mehr werde ich dieser Angelegenheit nicht sagen. Wenn ich Töte dem Schatten nicht mehr brauche, kannst du hier ruhig den Kopf abschlagen. Grüße, Benoir, du siehst aus, als bräuchtest du etwas. Kalio neigt ihren Kopf zur Seite, ein Funkeln Neugier spiegelt sich in ihren dunklen, scharfen Augen. Nein, bei dir nichts Neues. Schicksalsbinder, du bist zurück. Und auch da nichts Neues. Du kehrst zurück wie vorgeladen, ungeachtet der Verantwortung, die auf deinen Schultern lastest. Das Gericht schätzt deine Hingabe zu unserer guten Arbeit. Es sollte dich nicht überraschen, dass deine Handlungen streng überwacht werden. Da du im Grenzland als ein verlängerter Arm von Kyros Gesetz fungierst, ist dein Fortschritt ein Thema von gewissem Interesse. Thunon hält inne, um dich durchdringend anzustarren. Ich habe dich auf eine Mission gesandt, um Ordnung ins Chaos dieses Bürgerkriegs zu bringen. Es ist noch nicht genügend Zeit vergangen, als dass ich nennenswerte Fortschritte erwarte.
Ich bin ja auch trotzdem neugierig, ob du etwas herausgefunden hast. Ich will sicherstellen, dass deine Zeit außerhalb des Schans des Gerichts effektiv genutzt wird. Soweit ich weiß, hast du dir einen Namen in den Rängen der Geschmieden gemacht. Gut, mit dem Vertrauen seiner Söldner solltest du kein Problem haben, die Wurzeln der Korruption des Chaos in Graven Ash Elite-Legion zu beseitigen. Es muss ich jetzt nochmal lesen, sonst verstehe ich es nicht. Soweit ich weiß, hast du dir einen Namen in den Rängen der Geschmieden gemacht. Okay, Punkt. Das ist klar. Gut. Mit dem Vertrauen seiner Söldner solltest du kein Problem haben, die Wurzel der Korruption oder des Chaos in Graven Ash Elite-Religion zu beseitigen. Ich bin glücklich darüber, eine Bereicherung für Chorus Streitkräfte zu sein und die Wurzel des Chaos zu beseitigen. Das ist alles, was das Gericht je von dir verlangt hat. Du tust gut daran, dich bis ins letzte Detail an deine Pflicht zu erinnern. Du hast etwas Zeit für deine eigene Anerkenntnis aufgewendet. Die Bemühungen unseres Militärs und die Herausforderungen, denen es gegenübersteht, sollten dir nicht fremd sein. Sag mir, hast du schon Fortschritte in deinen Ermittlungen gemacht? Weißt du, welcher Archon für die Probleme in diesem Feldzug verantwortlich ist? In erster Linie ist es Nevat Stimmen, weil die Beweise, die wir gesammelt haben, sprechen auf beiden Seiten nicht für, gerade für die jeweilige Fraktion. Aber was Sabotageakte angeht, hat Nevat Stimmen viel mehr angezettelt als Graven Ash. Graven Ash hatte hauptsächlich mit seiner Unterbesetzung zu kämpfen. Das Einzige, was man wirklich gerade den Geschmähten richtig ankreiden kann, ist die Sache mit den Blutkantoren, die sie in Lethians Kreuzung ermordet haben, also in der Nähe von Lethians Kreuzung. Und natürlich Ashs eigentlich alles andere kann man wirklich auf andere Sachen zurückführen. Der Krieg im ungebrochenen Land ist durch Nevats Stimmen ziemlich sabotiert worden. Ashs Entscheidung, die Wachfestung, also die Hauptfestung der Ungebrochenen anzugreifen, obwohl das Edikt angekündigt war. Das ging ja auf wegen seiner Tochter. Und das meiste andere ist ja eigentlich wirklich darauf zurückzuführen, dass Ash nicht genug Truppen besitzt. Vor allem, weil ihn halt Nevats Stimmen ständig sabotiert. Deswegen ist es außer Frage, es ist Nevats Stimme. Interessant, worauf begründest du diese Behauptung? Also erstmal darauf, dass Nevats Stimmen Kampfpläne weitergab. Der Richter wägt eine Aussage mit Interesse ab. Auf seiner Maske wird der Abstand zwischen seinen Augen kleiner. Die Wendung ist jedoch zu schleichend, um ihr wirklich folgen zu können. Sachbeweise sind im Gericht heilig. Ich respektiere deine Gewissenhaftigkeit beim Sammeln, Schicksalsbrenner. Du bringst Hoffnung in meine Ambitionen, Ordnung in diesen uneinigkeitsstiftenden Feldzug zu bringen. Sieh zu, dass du dich daran erinnerst und auch an alle anderen Beweise, die du findest, bis du gerufen wirst, um deine Ermittlungen in einem formaleren Rahmen darzulegen. Ich freue mich darauf, deinen gesamten Bericht zu erhalten. Ich werde dich wieder vorladen, wenn die Zeit reif ist. Wenn es sonst nichts gibt, darfst du gerne gehen. Kann ich noch was fragen? Oh ja, wenn ich schon hier bin. Erzählt mir etwas über unseren Oberherrn. Kyros herrscht über uns als unser Oberherr. Sie leitet uns mit starker Hand vom Rande des Chaos weg und zeigt uns den Weg des Friedens. Wir sind bestrebt, ihrem Beispiel zu folgen. Er redet auch wieder von ihr, als ob sie eine Frau ist. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass ihr von Kyros spricht, als wäre er eine Frau. Autsch. Hüte dich vor dieser Denkrichtung. Mit Ausnahme ihrer Perfektion gibt es wenig an Kyros, das wir als wiedererkennbares Merkmal zuordnen können. Eine Macht, die so weit entfernt und unverständlich ist wie ihre, sollte über unseren trivialen Dualitäten stehen.
Mann oder Frau, wo ist der Unterschied? Kyros ist unser aller Mutter. Wie alt ist Kyros? Unseres Wissens ist ihre Zeit auf Terratos nicht fassbar. Ihre wahre Lebensdauer, trotz allem, dass wir mit unseren begrenzten Vorstellungen von Zeit messen können. Es wäre Verschwendung, wenn wir unsere wenigen erbärmlichen Jahre damit verbringen würden, dieses Rätsel der Existenz lösen zu wollen. Kyros unterliegt keinem Anfang und keinem Ende. Kyros war, Kyros ist und Kyros wird immer sein. Wie steht ihr zu Kyros? Sie ist meine Meisterin und ich bin ihr pflichtbewusster Schüler. In dieser Hinsicht sind du und ich nicht anders. Ich habe die Ehre, Kyros Vertrauen zu genießen. Sie hat mich beauftragt, ihrem Gesetz innerhalb der Grenzen ihres Herrschaftsgebiets Geltung zu verschaffen. Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin die Stimme von Kyros Willen, der Vorbote ihres Urteils und der Arm ihrer Gerechtigkeit. Kriege ich jetzt noch mehr Zorn? Ja. Diese Frage ist nicht von Bedeutung. Kyros ist das Gesetz, es ist die Pflicht der Gerechtigkeit, mit Kyros Definition davon übereinzustimmen. Und jeder, der etwas anderes glaubt, ist ein Anarchist. Lass mich was anderes fragen. Erzählt mir etwas über Bläden Mark. Er ist mein Scharfrichter und eine Assassine, der seinesgleichen sucht. Seine offizielle Bezeichnung in der Archiv von Kyros ist der Archont der Schatten. Obwohl ich mich frage, ob er sich jemals als etwas anderes als ein Schlechter der Missetäter sieht. Wie hat er sich seinen Titel verdient? Seine Arbeit fern vom Gericht führt Bläden Mark an die dunklen Orte dieser Welt. In die Stufen genauso wie in das Nordreich. Über die Jahre lernte er über die Schatten zu herrschen. Sie umhüllen ihn, beschützen ihn und kämpfen sogar für ihn, wenn er sie braucht. Es heißt, dass Bläden Mark überall hinreisen kann, wo Schatten geworfen werden. Nur er weiß es mit Bestimmtheit. Dient er euch alleine? Du hast deine Frage falsch formuliert. Wir alle dienen Kyros. Die Archonten folgen zudem ihren eigenen Interessen. Sie sind wenige Auserwählte, die bevollmächtigt wurden, um in Übereinstimmung mit Kyros Frieden und Ordnung in die Welt zu bringen. Derzeit ist Bläden Mark mein Vasall und ich sein Schirmherr. Diese Beziehung unterscheidet sich nicht sehr von Graven Ash und Kern, dem gefallenen Archonten, und Nervats Stimme und seinem Singvogel Sirin. Solche Partnerschaften und Ausbildungen sind häufig, sie bieten für alle beteiligten Archonten gleiche Nutzung und ein gewisses Maß an Aufsicht. Zurück zu meinen anderen Fragen. Meine Neugier gilt euch, Archont. Neugier ist kein Wesenszug, den ich meinen Dienern anrate. Zu oft habe ich erlebt, dass solche Beschäftigung zur Gesetzlosigkeit führte. Indes, wenn du das Gefühl hast, dass es dir bei deiner Arbeit hilft, wenn du mich besser verstehst, erlaube ich es dir. Was würdest du gerne wissen? Was bedeutet es, ein Archont zu sein? Ich habe die Macht und Bedeutung und in Kyros Auftrag kann ich meine Autorität zugunsten aller ausüben. Hätte ich mir die Anerkennung des Oberherrn nicht verdient, würde ich hier nicht erhobenen Hauptes vor dir stehen. Ist jeder Archont Kyros untergeordnet? Seid ihr durch eure eigenen Handlungen zu dieser Macht gekommen? Oder hat Kyros eure Begabung gefördert? Eine scharfsinnige Frage. Zweifellos habe ich schon einen Funkenpotenzial gezeigt, unbedeutend, aber dennoch genug, um ein paar bemerkenswerte Taten zu verbringen. Nur unter Kyros Vormundschaft stieg ich in diese Höhen auf. Das klingt so, als ob Tunon schon als kleines Kind eben von Kyros großgezogen wurde. Das erklärt seine unglaubliche Loyalität gegenüber Kyros. Könnte jeder ein Archont werden? Absolut nicht. Nur ein paar wenige wachsen in diese Aufgabe. Wäre es anders, würde Terratos ins Chaos abgleiten. Von den wenigen, die zur Macht aufsteigen, haben noch weniger die Selbstbeherrschung, um ihre Talente im Rahmen des Gesetzes einzusetzen. Und von denen, die das können, sind noch weniger Kyros Anerkennung würdig. Ist jeder Archon Kyros untergeordnet? Wir sind alle Kyros untergeordnet, aber ich verstehe schon, was du meinst. Der Oberherr gibt sich große Mühe, Potenzial zu erkennen. Bevor Archont an die Macht kommt, wird er auf das Genaueste überprüft. Von einem Rekrutierungsagenten, wenn nicht sogar von Bläden Mark. Diejenigen, die für würdig befunden wurden, unglaubliche Taten zu vollbringen, sich aber weigern, ihre Stärke für die Bedürfnisse des Reichs anzusetzen, haben ihr Leben verwirkt. Diejenigen, die sich einen Namen machen wollen, werden in der Gemeinschaft eingeladen, um zu dienen und die Belange des Reiches zu regeln. Das ist der Preis der Macht in Kyros Hierarchie. Zurück zu meinen anderen Fragen. Erzählt mir von eurem Aufstieg zum Richter.
Zögle dein Ehrgeiz, Schüler. Zu diesem Podium führte mich ein Weg, der unter keinen Umständen wiederholt werden kann. Wenn deine Neugier aber immer noch drängt, erzähle ich dir meine Geschichte. Ich möchte das Gesetz verstehen und wie er es vollstreckt. Vergebt mir euer Ehren, ich möchte nur meinen Meister besser kennenlernen. Ich möchte das Gesetz verstehen. Ein vortreffliches Streben. Du weißt bereits vieles über Kyros Gesetz und die Bewahrung der Ordnung. Meine Geschichte kann dich vielleicht lehren, wie damit ein Krieg gewonnen werden kann. Ich kam vor hunderten von Jahren in diese Welt, bevor der Traum eines einheitlichen Nordreiches vollständig in die Tat umgesetzt war. Okay, du bist uralt. Mein Heimatland lag weit weg von den Grenzen zu Kyros Reich und unsere Eroberung war eine Angelegenheit von puren Spekulationen. Jahrzehnte bevor sich die Gerüchte von Kyros Annäherung verstärkten, beschäftigte ich mich schon mit den Feinheiten ihres Gesetzes. Ich erkannte innerhalb kürzester Zeit die Vorteile unserer unausweichlichen Unterwerfung.